Okay, meine Freunde, gehen wir heute mal in den Ente-Song auf der EP von Yuri und Senza. Wurde öfter vorgeschlagen, die Leute meinten, ist empfehlenswert, ich hab's noch nicht gehört. Entertainment, Kerzen am Block, geben wir uns mal, bin mal gespannt. Let's go. Ja, da meinten ja auch schon viele Leute, ne? Weil, ja, die Leute, die mir zugucken, wissen ja, okay, Gio, ne, diepe Sachen, feiert er schon und ist so sein Ding. Und da meinten ja viele Leute, ey, du musst mal Ente auch so, abgesehen vom JBB auschecken, der ist da teilweise heftig unterwegs und macht viele, ja, deep ist immer so ein scheiß Wort, Mann, aber viele, was weiß ich, Alter, emotionalere Songs oder tiefgründigere Songs, wie du es auch beschreiben willst. Gucken wir mal. Lass ihn nicht sehen, dass ich wein. Kam nach Hause, war für Schläge bereit. Und Papa schreit noch aus dem Fenster. Boah, das ist so ungewohnt für mich, Digga. Ihn in so einer, auf so einem Beat zu hören, so. Ich hätte eher erwartet, er macht darauf irgend so ein, also jetzt im JBB meine ich, ne, so ein Troll-Song, so, um jemanden auf Trollbasis zu dissen, Digga. Und der kommt hier wirklich ernsthaft so rein. Ich muss mich daran erstmal gewöhnen. Aber die S-Laute sind ein bisschen ähnlich gemischt wieder, wie beim Mammut-Mix. Nicht so, also weitaus besser. Aber ich hatte das Gefühl, die hatten diese S-Laute im JBB besser im Griff. Nicht am Anfang, aber später dann, so zu dieser Neo-Battle-Zeit, so in diesem ganzen Zeitraum. Hier ist es wieder ein bisschen, sind die ist halt wieder sehr matschig, ne? Aber geh mal rein. Keine Tränen, lass ihn nicht sehen, dass ich wein. Kam nach Hause, war für Schläge bereit. Und Papa schreit noch aus dem Fenster, lass dich bloß nicht erwischen. Wollten Kader machen. Kein Bock mehr vom Hochhaus zu sitzen. Wollten Kader machen. Damit Mom nicht arbeiten muss. Damals reichte vor dem Schlafen ein Kuss. Damals reichte nur mein Bruder, denn er weiß, wie es war. Aber war das nicht sogar so, dass der Ente, bevor er zu Ente wurde, als Rapper, auch, da gab es doch diese MySpace-Seite damals, die ging halt rum wegen Battles und Leaken und so. Und da hatte er, glaube ich, mit seinem Alter oder mit seinem alten Namen, alten Künstlernamen, viele so deepere Songs, ne? Da merkst du aber auch, genau, da merkst du aber auch, dass er das beherrscht. Also das merkst du hier, dass er nicht das erste Mal auf so einem Beat rappt. Dass er weiß, wie er drauf flowen muss, wie er drauf kommen muss. Weil das ist ja schon eine ganz andere Herangehensweise als bei so einem Battlesong. Ne? Es gibt viele Leute zum Beispiel, die funktionieren für mich bei deeper Musik gar nicht, aber Punchline-mäßig total. Oder Punchline-mäßig gar nicht, aber bei deeper Bucke dann wieder total. Hier merkst du aber, der hat ja auch, der das macht er nicht zum ersten Mal, ne? Mehr vom Hochhaus zu sitzen, wollten Kader machen, damit Mom nicht arbeiten muss. Damals reichte vor dem Schlafen ein Kuss. Damals reichte nur mein Bruder, denn er weiß, wie es war. Machten draußen in den Blocks unseren Namen. Diese Stunden bleiben auch in dunkelsten Jahren, als die besten Zeiten unsere waren. Versprach, als du noch unter uns warst, deinen letzten Wunsch mach ich wahr. Rücken an Rücken stehen wir beide am Block. Es ist auch interessant, wie diese typische Ente-Betonung hier auch gut passt. Also so dieses Langgezogene, das hat er in den Battles auch öfter mal gemacht, aber dann eher auf Psycho. Aber es funktioniert auch auf emotionalerer Ebene, ne? Letzten Wunsch mach ich wahr. Rücken an Rücken stehen wir beide im Block. Sie zünden Kerzen an, wenn einer von uns geht. Ey, ist das Ding? Du bleibst, du bleibst, du bleibst. Rücken an Rücken stehen wir beide im Block. Das ist Koala, ne? Sie zünden Kerzen an, wenn einer von uns geht. Du bleibst, du bleibst, du bleibst. Die Straßen flüstern, dass du uns fehlst. Rücken an Rücken stehen wir beide im Block. Sie zünden Kerzen an, wenn einer von uns geht. Du weißt, du weißt, du weißt. Die Straßen flüstern, dass du uns fehlst. Ja, Koala ist ein Hookmonster, Digga. Ich sag dir ehrlich, ne? Wir haben uns da vor ein paar Monaten haben uns mal wieder was von Koala gegeben, hier auch im Stream. Und da ist mir erst wieder aufgefallen, wie was für ein musikalisches Talent das ist, Digga. Ist so schade, dass von denen gar nichts mehr kommt, ne? Auch von GOT. Die waren ja alle sehr krass damals, TF. Aber irgendwie alle in den Hintergrund gerückt. Ist nur noch Ente eigentlich, ne? Und ab und zu mal so ein Koala, der sich mal hergibt für eine Hook. Ansonsten machen die, glaube ich, eher so Management, Beats, Mixing, Mastering und so, ne? Ist ein bisschen schade, Digga. Du weißt, du weißt, du weißt. Die Straßen flüstern, dass du uns fehlst. Straßen flüstern, dass du uns fehlst. Straßen flüstern, dass du uns fehlst. Du weißt, du weißt, du weißt. Hab aufgehört zu zählen, diese Tage danach. Betrunken schrei ich, es tut mir leid, doch es kam, wie es kam. Waren nicht mehr wir selbst, hol uns raus mit der Musik, Bruder. Fick dieses Geld, fick diese Lügner und die scheinheiligen Brüder. Sie reden erst, wenn du weg bist, eigentlich wie früher. Bewahr noch immer dein Gesicht hier draußen.
Ihr wart niemals drin, ihr seid nicht von draußen. Wir sind noch immer in der Dreckigkeit. Was auch interessant ist, ist, dass eine Ente in so einem Song es schafft, technisch auch so ein bisschen zurückzutreten. Ist natürlich klar, ich meine, da steht ja immer halt im Vordergrund. Aber Ente wird das kennen, da bin ich mir sicher, dass man oft, oder ich gehe davon aus so, dass man oft in so seinem eigenen Anspruch gerecht werden möchte. Und Ente ist natürlich bekannt für seine extrem technisch starken Lines so. Ne? Also extrem verschachtelte, geisteskranke Reimketten oder lange Reime oder komplexe Reime. Und wie er das hier einfach auf so einem Level lässt, in dem es technisch absolut stabil ist, aber trotzdem genug Raum bleibt für Inhalt. Ne? Viele Leute verlieren sich ja dann oft in solchen Songs dann eben, das ist das, was ich vorhin meinte, dass viele Leute halt auf Punchline-Ebene dann vielleicht cool kommen oder auf Technik-Rap oder wie du es beschreiben willst und dann auf deeper Ebene nicht, weil sie diesen Mittelweg nicht finden können. Weil sie dann versuchen wollen, das auf in so einem Song wieder abzuliefern, weil sie halt sich selbst so diesen Standard gesetzt haben. Aber er weiß da, das gut zu dosieren. Weg bist eigentlich wie früher. Bewahr noch immer dein Gesicht hier draußen. Ihr wart niemals drin, ihr seid nicht von draußen. Wir sind noch immer an der dreckigsten Ecke. Bin stabil für dich, Bruder, da mich Gesetze nicht brechen. Als du noch unter uns warst, versprach ich's dir und unser Wunsch wurde wahr. Rücken an Rücken stehen wir beide im Block. Sie zünden Kerzen an, wenn einer von uns geht. Du bleibst, du bleibst, du bleibst. Die Straßen flüstern, dass du uns fehlst. Rücken an Rücken stehen wir beide im Block. Sie zünden Kerzen an, wenn einer von uns geht. Du weißt, du weißt, du weißt. Die Straßen flüstern, dass du uns fehlst. Die Straßen flüstern, schöne Hook, Digga. Sehr schöne Hook. Ich finde es schade, dass Ente ein bisschen, dass er halt sehr allgemein geblieben ist. Haben wir schon öfter besprochen, reden wir öfter drüber. Gerade bei solchen Themen, ich fühle das halt immer, wenn man sehr ins Detail geht. Ne? Er ist da sehr oberflächlich geblieben, was diese Thematik betrifft. Er ist nicht so in die Tiefe gegangen mit so, weiß ich nicht, ne? mit irgendwie, mit einem Inhalt, der irgendwie, ja, so ein bisschen mehr ins Detail geht einfach. Ja, dass man noch so mehr das Gefühl hat, ah, okay, das ging da ab und so war die Verbindung zwischen denen. Ist recht allgemein gehalten, das hätte ich noch mehr gefeiert, aber ist ein nicer Song, Digga, was willst du sagen? Und ich glaube, ich habe öfter gelesen, dass einige Leute meinten, das wäre der beste Song auf dem ganzen Album. Also der beste, also besser als... Huch! Ey Bro, ich weiß jetzt nicht, ob... Besser als der als alle Songs auf dem Censor Jury Album im Allgemeinen. Und das ist natürlich hart, Alter. Nicht, weil der Song jetzt schlecht war oder so, aber ist natürlich ein bisschen krass, wenn der Song, den du da irgendwie als Free-Ding mal mit draufhaust auf die EP, einfach besser ist als der Rest. Ja? Ich kann es nicht beurteilen, weil ich es nicht gehört habe, aber haben einige Leute gemeint. Ne? Das ist ein bisschen, das ist schon hart. Ja, also die Kritik da zum Album war schon vernichtend, Alter. Ich habe wirklich fast nur Negatives gelesen. Ich glaube, alle waren irgendwie enttäuscht von diesem Album. Ne? Hat auch mehr Streams als fast alle Albumsongs. Alter, boah, das ist schon heftig. Das ist schon echt heftig. Ja, was willst du machen? Also ich meine, die Leute meinten ja auch, dass die Mische vom Album irgendwie nicht so gut sein soll. Und das verstehe ich halt nicht, weil ich denke mir halt gerade so ein San Diego, der hat doch auch so als Labelchef oder Typ, der da vielleicht auch mal drüber guckt, bei dem hast du ja schon das Gefühl, dass der Plan hat. Und was ich sage jetzt nicht, Juri und Sensor haben keinen Plan, aber gerade in San Diego, so da, von dem erwartest du ja einen gewissen Perfektionismus. Ist zwar nicht sein Album, aber es steht ja irgendwie unter seinem Namen. Es ist von BBM oder wird damit in Verbindung gebracht, wie auch immer. Da gehst du ja eigentlich davon aus, dass der das abcheckt und diesem Anspruch irgendwie versucht, gerecht zu werden. Ne? Und eigentlich denkst du ja auch, dass das Budget da gewissermaßen vorhanden sein sollte, oder? Also ich meine, klar, es ist kein großes Label à la Universal oder so, aber ja, trotzdem, so ein bisschen Kohle sollte doch da drin sein, um da irgendwie auch mischtechnisch was Anständiges abzuliefern. Ist schon ein bisschen traurig, ne?